Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns immer noch auf dem riesengroßen Freeware Add-on Alheim in der Version 4 und fahren heute die Rücktour der Linie NE10 hier vom Bostoner Weg wieder zurück zum Alheimer Hauptbahnhof. Und gerade jetzt lockt mir die Nase. Ach, ist das schön. Entschuldigung für den Nieser, aber da musste natürlich jetzt prompt sein. Ja, und es kribbelt noch weiter. Also kennst gleich nochmal niesen, aber egal. Rücktour der NE10 hier vom Bostoner Weg zum Alheimer Hauptbahnhof. Und das Ganze machen wir auf der Rücktour mit einem Citaro 1. In dem Falle mit der CNG-Version. Der hat also entsprechend keinen Diesel, sondern einen Ottomotor im Heck. Und das ist eine Euro 2-Variante und daran angeschnallt, weiß so schön heute, ein ZF-Automatikschaltgetriebe. Und das Ganze stammt aus dem großen Soundbar-Code vom Morphe in der Version 5.1. Wer es also noch nicht hat, ich kann es nur empfehlen. Gefahren bin ich dieses komplette Soundpaket im Städtedreieck nicht 21, sondern die vorhergehende Version 3.2. Schaut mal auf meinem Kanal, es gibt eine entsprechende Playlist dafür. Da könnt ihr euch das dann mal angucken, was an Typen alles so da drin ist. Jetzt aber, wie gesagt, die CNG-Variante mit ZF. Ich mache mal die Türe auf, mal sehen, ob noch jemand mit möchte. Es ist etwas spät in der Nacht. Ich musste übrigens auch Fahrplan ummehren und B an der Zeit drehen, weil kurz vor 2:30, wo ich hier angekommen bin, fährt kein Bus mehr zurück. Ich musste ein wenig tricksen. Wir haben es also jetzt wieder 0:30 Uhr, beziehungsweise in dem Falle geht es um 0:33 Uhr los. Und dann geht es zurück zum Alheimer Hauptbahnhof und dort kommen wir um 1:20 Uhr laut Fahrplan an. Und dann ist es, denke ich, auch dort dann für die Linie zu Ende. Nichtsdestotrotz schwingen wir uns jetzt mal in das gute Stück rein und machen selbiges an. So, und da läuft es auch. Und jetzt, ja, kommt niemand mehr, dann werden wir einfach mal kurz den Ton wegschalten, dass ich noch meine Nase putzen kann. Ansonsten haben wir unterwegs möglicherweise noch mal einen Nieser. Also bis gleich. So, wie heißt es so schön? Vorbereitung ist alles. Der Jan ist entsprechend vorbereitet. So, dann stellen wir jetzt einfach mal noch die Uhr, die eine Minute noch ran und warten es ab, dass vielleicht doch noch jemand kommt. Machen uns aber schon mal guten Abend abfahrbereit. Das finde ich schön, dass dann doch noch jemand in den Bus springt und mit uns mit möchte. Ja, ansonsten würde ich jetzt mal sagen, Zeit ist runter und dann geht es jetzt direkt los. Dann einmal Wendehammer fahren und dann geht es richtig zurück. Oh, die Lampen am Bordstein, das ist nicht gut. Aber hier steht keine mehr. Kurske Allee, Göteborger Straße. So, und jetzt auch beim Rausfahren werde ich ein wenig drauf achten, weil ich weiß ja noch, dass es relativ eng ist. Also werden wir uns gleich mal links einordnen. Nachts ist das, denke ich, nicht das Thema. Von da ist frei und von da kommt nämlich auch nichts, weil hier muss man nämlich dichtig ausholen. Sonst kommt man nicht rum. War das schon zu viel oder reicht das noch? Naja, laut Spiegel ist es doch ganz schön knäpplig. So, das geht noch. Jetzt wird es gleich noch enger hier vorne.
So, ich bleibe wieder links. Da läuft jemand. Das passt. Oh, ich bin schon zu weit. Ich bin schon zu weit. Das wird nicht. Dann machen wir das doch mal, bevor wir an das Schild ran dotzen, doch mal ein Plane zurückfahren. So. Und weiter geht's. Hey, aber. Du läufst, oder? Gut. Dann fahren wir direkt weiter. Schenken dem Stoppschild seine Beachtung und dann geht es richtig los hier. Gucken wir mal, ob von da was kommt. Das sieht gut aus. Und von da auch. Hier steht ein Smarty mitten in der Kurve, aber das kriegen wir hin. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Straße.
Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Ihr wollt gar nicht mit. Na, ich mach trotzdem mal die Tür auf. Vielleicht entscheidet ihr euch ja um. Nein? Gut, dann nicht. Weiter geht's Richtung Eichenhöhe Bahnhof, ganz grob. Guten Hallo. Abend. Guten Tag. So, ich ordne mich wieder gleich links ein, weil ich ja weiß, dass jetzt Eichenhöhe Bahnhof kommt. Entsprechend müsste ich sowieso dann hier unten irgendwann nach links rüber, deswegen mache ich das jetzt gleich. Und ich habe sogar geschaut, auf welchen Bussteig ich fahren muss, nämlich auf die 1B.
Oh, das war grün. Das ist aber schlecht gescheiden hier. Da müssen wir warten. Wir sehen erst Eichenhöhe Bahnhof, aber das schalte ich gleich zurück, weil da springt nämlich gleich noch eine Etage weiter. Quatsch, eine Etage. Eine Haltestelle weiter. So, ich sagte 1B, ne? Das ist ja dann hier. B, beide Richtungen. Gucke an, warum sind wir dann an die 1A gefahren? Das letzte Mal. Interessant. So, dann bitteschön und dann müssen wir... Hallo. Eichenhöhe Bahnhof, bitte. Guten Abend. So, haben wir irgendwie Übergang? Ne, haben wir nicht. Wir sind sogar leicht verspätet, sehe ich gerade. Dann direkt weiter mit uns. Gucken wir doch mal, ob wir gleich grün bekommen. Da leuchtet es auf, dann fahren wir auch. Stützwiese. Jetzt stimmt die Stützwiese, genau. Sehr schön, dass hier gleich grün wird, da können wir schön rollen. Oh. Zwei Fehlermeldungen, aber das hoffe ich geht doch so. Wir können gleich auf der Spur bleiben, das machen wir doch dann auch. Oh, die Mauer hier ist natürlich unschön, aber das kriegen wir hin. So, und jetzt geht es weiter Richtung Osten, einmal quer durch die Innenstadt. Läuft zwar nur, ich wollte gerade sagen, da vorne ist aber jemand, der mit möchte oder die mit möchte. So, dann bitteschön. Guten Abend. Die restlichen zwei laufen nur. So, einmal rüber auf die linke Spur bitte. Jetzt geht's gleich nach der großen Brücke auf die Busspur.
denke ich mir zumindest mal, dass es das so geht. Aber Omsi scheint anderer. Doch. Oh, ich wollte gerade sagen, Omsi ist anderer Meinung. Danke, Omsi, dass du dich doch nochmal umentschieden hast. Vielen Dank dafür. Dann fahren wir weiter. Guten Abend. Guten Abend. Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium. Guten Abend.
Sportler. Na, wenigstens könnte ich aus der Haltestelle rausfahren. Guten Abend. So, aussteigen bitte. Übergang ist nicht der Fall. Ne, wir sind im Minus mit fast schon 2 Minuten. Interessant. So, da ist es grün. Dann wollen wir mal losdüsen hier. Ist niemand. Da können wir durchrollen.
Krankenhaus. Mahlzeit. Guten Abend. Wir dürfen. Guten Abend. Listau, S-Bahnhof. So, jetzt muss ich wieder gucken, an welcher Haltestelle wir halten. Es gibt nämlich da mehrere, hier Listau S. Natürlich haben wir erstmal rot. Da können wir die Zoom-Augen rausholen, da sehen wir das doch schon. Ah, nächstes mit Zoom-Augen. Aber das sieht nicht so aus, als wenn wir hier halten würden. Das ist nur die 152. Ich vermute mal dann eher dahin. Ja. Guten Abend. Bin ich da jetzt auf der falschen Spur oder nicht? Ich vermute mal fast, dass ich auf der falschen Spur bin. Also ich hätte gar nicht so weit rüberfahren müssen, aber die Pfeile haben mir was anderes gesagt. Jawohl. Guten Abend. Lichtstraße.
Guten Abend. Na komm. Ihr wollt mit? Na, dann halte ich doch an. Guten Tag. Guten Abend. Ach, da ist niemand. Dann rollen wir direkt weiter. Halt, hat jemand gedrückt? Wäre ich doch fast vorbeigerollt hier. Dann bitteschön. So, jetzt wird wahrscheinlich gleich das sehr interessante Stück kommen mit der Spitzkehre und einmal durch Bortel durch. Ja. So, da ist niemand und hier geht's rein und da es Nacht ist, werde ich mal schön ausholen. Obwohl, die Ecke geht eigentlich noch. Die hier meine ich eigentlich, aber ich glaube, mir sind das alles mit Gelenkwagen gefahren.
Und da hat das wunderbar funktioniert. Auch da ist niemand. Borteler Markt als nächstes. Borteler Markt. Hallo. Guten Abend. Hochfeldstraße. So, jetzt kommt, glaube ich, das unangenehme Stück, nämlich die schlechte Straße. Wobei wir hier nochmal eine Haltestelle haben. Und dann wird es etwas sehr kurz überländig und bucklig, um das mal zusammenzufassen. Ich glaube, die 50 werden wir nicht ausreizen. Ihr werdet es gleich sehen und hören und merken. Ja, merken wahrscheinlich eher nicht, aber sehen und hören. Hier ist es sehr grenzwertig.
So, hier rum und dann gleich rechts rein. Und dann wird es wieder besser. Guten Abend. Nee, Leute, euch nehme ich nicht mit. Ihr müsst hier rüberkommen. Es tut mir leid. Kommt rübergelaufen. Ich warte auch die Minute. Ansonsten müsst ihr auf die 11 warten. Die fährt nämlich da lang. Hallo. Guten Abend. Scheint nicht so, dass die Leute sich sehen, rüberzulaufen. Na gut, dann wartet auf die 11. Guten Abend. So, was machst du? Du drehst eine Ehrenrunde. Okay.
Ach, die Dame möchte gar nicht mit, sehe ich das richtig? Doch, möchte sie. Guten Abend. Guten Abend. So, dann machen wir die Pfeile schon mal aus, weil Ankunft D4, wie immer, und das wissen wir ja, wo das ist mittlerweile. Und da wird es auch grün. So, und das wäre ja dann hier. Pünktlich 1.20 Uhr kommen wir an. Sehr gut, das heißt, Fahrplan sollte sehr gut aussehen. Mal sehen, was er sagt. Er sagt, 53 Sekunden sind wir zu spät. Ja gut, die eine Minute können wir verschmerzen. Frankenstraße. So, dann machen wir mal kurz aus und den Blinker aus. Dann gehen wir auch raus, bis die Leute dann mal alle ausgestiegen sind. Das war jetzt auch die Rücktour der Linie NE10 vom Bostoner Weg in Heroldsberg wieder hierher bis zum Alheimer Hauptbahnhof. So, und die zwei Runden mit dem guten Stück sind jetzt auch rum, deswegen werde ich es in den Betriebshof fahren. Und dann schaue ich mal, was ich dann für die NE11 und für die NE12 für ein Fahrzeug hernehmen werde. Wird wahrscheinlich wieder ein Benzi, aber dann wahrscheinlich kein 1er, sondern schon... ja, mindestens ein Facelift. Okay, ich hoffe, es hat gefallen und ihr möchtet dann auch da wieder mit dabei sein. Und bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.